Sesam, öffne dich. T-Bones Garage. Mahlzeit. Hier ist der Kanal T-Bones Garage. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen Kompressor wartet und pflegt und wie man einmal im Monat oder alle dreimal im Monat, es kommt auf die Benutzung an, das Schwitzwasser ablässt. So, ich habe hier eine Wartungseinheit, die hat unten ein Öl- und Wasserauffangbehälter. Den drückt man, indem man diesen Pinöbel hier reindrückt. Seht ihr das? Da ist Wasser drin. Das sieht man hier. Kann man hier rauslassen. Um das vollständig zu lösen, um das vollständig das Wasser abzulassen, empfehle ich euch, den Kompressor circa mit einem Bar zu befüllen. Jetzt mache ich den an. Hier, jetzt ist der Schalter an. Jetzt steigt der Druck. Jetzt ist er schon auf einem Bar. Ich mache die Anlage aus und jetzt können wir das Wasser ablassen. Ja, okay, jetzt ist das Wasser. Warum benötigt man so eine Wartungseinheit? Ganz einfach, wenn man zum Beispiel lackieren möchte oder mit einem Ausbläserchen zum Beispiel elektronische Bauteile, dann ist es nötig, dieses Wasser hier in diesen Wartungseinheit abzufangen. So kommt nahezu feuchtigkeitsarme Luft aus dem Schlauch. So, warum braucht man so eine Wartungseinheit? Damit die Luft trocken ist, wenn ihr zum Beispiel lackiert oder mit einem Ausbläserchen irgendwelche Elektrogeräte oder empfindliche Sachen ausblasen wollt, wo nicht Wasser hinkommen soll. Diese Einheit verhindert, dass Öl und Wasser von dem Kompressor in die Luft weitergeleitet werden. Wenn ihr mit einem Schlagschrauber arbeitet, dann empfehle ich euch, bei jedem zweiten Mal hier unten etwas Öl einzufüllen. Da gibt es solche Ölkännchen. Mit einem Spritzer kann man das hier reinspritzen. Oder ihr nehmt so ein Maschinenöl oder Nähmaschinenöl oder in diesem Fall Universalöl. Macht ein bis zwei Tropfen rein, das reicht, damit innen drinnen die ganzen mechanischen Teile geschmiert werden. Weil dieser Kompressor durch die Wartungseinheit kein Öl oder sonst irgendwas in die Leitung leitet. Jetzt gehen wir zum Kompressor raus. Da zeige ich euch, wie man da die Luft bzw. das Wasser ablässt. So, das ist mein Kompressor. Und da kommt so circa ein Liter Öl rein, heißt's. In meinem Fall habe ich mir das hier extra aufgeschrieben, 900 Milliliter. Ich habe mir hier extra eine Ölablassvorrichtung gemacht. Das ist von diesen Kabelschächten, Plastik, habe ich hier rein. Das stecke ich jetzt hier rein, weil hier dieser Imbus, diese Imbusschraube, die muss man lösen. Und dann läuft hier das Öl raus, damit man hier nicht seinen ganzen Kompressor versaut, weil ich zeige euch das mal jetzt von oben. Weil wenn man jetzt das hier reintut, dann läuft es über euren ganzen Kessel drüber. Ja, dann ist der alle mit lauter Öl voll. Und durch diese Rutsche läuft es hier, seht ihr, an dem vorbei und unten ist eine kleine Auffangwanne und dann passt es. Also unbedingt euch aus so einem Kunststoff so eine kleine Rampe machen. Einmal im Jahr empfiehlt man hier. Dann habe ich das hier extra drauf geschrieben. In einem Jahr passiert viel,
Dann vergisst der T-Bone alles. Ein 10W40 kommt da rein. 900 Milliliter habe ich hier extra nochmal drauf geschrieben, weil wie gesagt, ich bin halt vergesslich. Ich merke mir sowas nicht. Und hier oben kommt es dann hier rein. Das macht man dann hier so auf, das Öl. Da lässt man es rein. Da müsst ihr auch mit einem Trichter arbeiten und ganz geduldig sein. Da müsst ihr immer 50 oder 150 Milliliter oder 100 Milliliter rein. Dann müsst ihr eine Minute oder zwei warten, bis das runterläuft. Dann wieder 100 Milliliter oder so. Also es dauert sehr lange. Und hier ist das Schauglas. Das sollte dann hier Oberkante sein. Hier ist das Schauglas, das sollte Oberkante sein. In meinem Fall ist es ein bisschen mehr geworden. Das ist minimalst mehr, weil das Problem ist immer, es läuft immer nach. Und im ganzen Internet findet man keine passenden Angaben, was da Öl reinkommt. Da steht, ein Liter soll man reintun, aber ihr seht ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr rein. Macht nur 900 Milliliter rein, dann lasst ihr das mal 3-4 Tage laufen, den Kompressor. Also nicht durchgehend laufen, ich meine einfach mal immer wieder eine Stunde benutzen und so, einen Kompressor. Und dann nochmal, ja, hier oben ist der Luftfilter. Da habe ich auch wieder Luftfilter drauf geschrieben, Imbus Nummer 4. Und dann könnt ihr hier rein, raus, den reinigen und wieder einbauen. Auch so einmal im Jahr. So, und hier unten ist die Ablassschraube, die ist ganz hinten unten. Ich stell das mal hier ab. Ach, seht ihr das? Ein bisschen näher vielleicht noch. Jetzt sieht man es doch, oder? Ja. So, da ist so ein Hebel. Den müsst ihr irgendwie... Oh. So, und da kommt das Wasser raus. Das war's. Das ist einfach so ein Sperrhahn, der 90 Grad gedreht wird. Ganz unkompliziert. Ah, da seht ihr schon die rostige Brühe. Was man hier in der Hand, seht ihr das? Ich war nicht auf dem Klo. Das ist, nee, das ist nicht vom Toilettengang. Das ist gerade eben vom Auf- und Zumachen. So eine rostige Brühe, dann gleich die Hände waschen. Wenn ihr hier oben das wegschraubt, könnt ihr einstellen, ob der Kompressor auf 8 oder auf 10 Bar konstant laufen soll. Das heißt, das ist so ein, ach, das zeige ich euch einfach mal. So viel Zeit muss sein. So, dann löst ihr diese zwei Schrauben. Einmal hier links. Dann einmal hier rechts. Dann, genau, am besten runterfallen. Dann, das tritt sich dann alles fest. So. Hier oben habt ihr jetzt die Einstellmöglichkeit. Einmal 10 Bar. Ich habe es ganz rechts, also da, das ist die Tuning-Einstellung, dann hat er immer 12 Bar. Aber ich weiß, ich bin immer so ein Übertreiber. Der reicht eigentlich auf 10 Bar. Dann könnt ihr den hier auch auf 8 Bar einstellen oder auf 6,3. Was heißt das? Der Kompressor, der schaltet sich erst wieder an, wenn er unter 10 Bar oder unter 8 Bar oder unter 6,3 Bar ist. Dann schaltet er sich selbstständig wieder an, geht aber hoch, zum Beispiel 10 Bar, was man hier an dem großen Rad hier eingestellt hat, wie viel Bar der dann endgültig haben soll, und dann schaltet er ab. Das ist quasi immer nur, wann er einschalten soll, ab wie viel Bar. Kann man hier mit dem so regeln. Ganz links. Jetzt ist er bei 6,3, ist er jetzt. Dann so in die Mitte. Oh. Dann würde er jetzt eher bei 8 Bar immer wieder sich einschalten. Und wir stellen es jetzt mal auf 10 Bar und nicht auf ganz rüber. Das reicht vollkommen. Wobei ich ja innen drinnen in der Wartungseinheit
Da habe ich, glaube ich, 8,5 eingestellt. Das reicht vollkommen für meine ganzen Geräte in der Werkstatt. Hier oben, der ist ja permanent an, mein Kompressor. Und wenn ich den Strom gebe, dann schaltet er sich ein und aus. Das heißt, der ist ungefähr 8 Meter weit weg vom, von der Garage. Ich zeige euch das mal. Der ist hier in so einem Kapuff. Und der ist dann so ungefähr 8 Meter weg. So. Ja, Luftlinie sind es vielleicht dann 5 Meter. Ist der weg. Da oben läuft der Schlauch und die ganze Elektrik. Und ist dann auch relativ leise hier drin. So, jetzt schrauben wir das wieder zu. Zeige euch dann mal in Action, wie der laut ist. So, da steht 97 dB. Testen wir mal, ob der auch so laut ist. Ja, 97, wenn wir ganz nah. Da hat er sogar 100. Am Lüfter. So, Türe zu. Nur bei 83. Vier Meter weg. Nur noch bei 71. Und hier in T-Bones Garage hier. So, jetzt hat er abgeschaltet. Was haben wir? Die 10 Bar, was wir vorhin auch eingestellt haben. Ja, der geht bis 12, wird er gehen, wenn man dann volle Lotte, Kalotte. Aber ja, das war halt nur mal so Test. Hab vergessen, den zurückzustellen. Aber 10 Bar reicht. Locker leicht. Wenn der jetzt mal seine Ding hat. Jetzt ist es eigentlich, also das ist unmöglich, den jetzt unter 8 Bar zu bringen. Also mit meinen Mitteln ist es unmöglich. Außer vielleicht mit dem ganz dicken Schlauch. Wenn ich den direkt vom dicken Schlauch rauslasse, direkt, dann müsste es machbar sein. Aber ich bin mit dem, eins von der größten Schläuche, was es hier gibt, der hat innen glaube 13 mm. So, oder? Und hier Innendurchmesser, zack, bei 13. Wie ich gesagt habe. Und das Problem ist, der ist eigentlich viel zu dick. Wenn man jetzt den hier hat, so wenn man den hat, der ist viel zu steif und zu, das ist furchtbar. Ich habe gedacht, ja, wegen die Luftmasse, man braucht ja sonst so viel Innendurchmesser, damit auch die Schlagschrauber das Maximale an Leistung haben. Aber die sind so klobig, unhandlich. Das habe ich gar nicht. Das Phänomen, diese passt hier nicht rein. Der Nachteil von dieser große Kupplung ist, da passen nur zwei verschiedene Aufnahmen rein. Dann braucht ihr entweder den Wirt, bei Wirt passt glaube ich alles rein, oder die herkömmliche, die alte. So. Das war mein erster Kompressor.
Und zwar ist der öllos. Da brauchen wir gar kein Öl nachfüllen oder sonst irgendwas. Der funktioniert einfach öllos. Das Problem bei dem ist, der braucht extrem lange. Der braucht dreimal so lange, bis der seinen Druck erreicht hat. Der schafft auch 10 Bar. Aber 30 Sekunden benutzt man ihn. Dann ist er wieder auf 4 Bar oder 3 Bar runter. Und man muss wieder 2 Minuten warten, bis er wieder 8 Bar oder 10 Bar hat. Dann kann man wieder mit arbeiten ein paar Sekunden und dann ist er wieder drucklos. Ja, bei dem funktioniert es so ähnlich. Da ist mir natürlich dieser Dings kaputt gegangen, hier unten. Ich lege den mal um, weil das ist alles ein bisschen... So. Ich habe einfach eine Schraube reingemacht mit Teflonband, habe die abgeflext, weil hier unten war ja so ein Entlüftungsventil und das hätte, glaube ich, 30 Euro gekostet oder irgend sowas. Da bin ich viel zu geizig. Also da lasse ich immer hier, da kann man noch einmal so Schläuche, da mache ich auf. Dann habe ich da so O-Ringe, da mache ich einen neuen O-Ring rein und lasse den so ab, das Wasser. Und kipp den einfach so aus, einmal im Jahr und das reicht mir. Genau, den benutze ich jetzt gar nicht mehr. Den wollte ich schon mal verkaufen für 80 Euro, aber die Leute sagen, oh nö, will ich nicht für 80. Aber wie gesagt, der ist öllos, mir egal, dann behalte ich den, weil... Verschenken tue ich den nicht. Ich habe erst diese Einheit hier gekauft, weil der war hier oben kaputt. Der hat einen Kurzschluss bekommen. Wegen, den habe ich ja schon seit über 20 Jahren in meinem Besitz. Und der hat auch mal zu D-Marks-Zeiten auch weit über 300 D-Mark gekostet, weil er halt öllos ist. Und da kommt definitiv kein Öl durch eure Luftleitung, wie jetzt in meinem Fall, da kann schon Öl mit reinkommen. Und aber Luft, Wasser in der Luft hat er auch. Ja. Und wie gesagt, wenn man dann so eine Wartungseinheit hier hat, die tut ja Öl und Wasser hier unten sammeln und rausfiltern. Und ja, also nicht hundertprozentig, also vielleicht, ja, ich ist nur Schätzung, Vermutung, ich sag mal 2 oder 5% geht schon noch durch. Denke mal, das kann nicht hundertprozentig da, aber es ist nahezu, das ist sehr gut, wenn man das hat, ja. Tut man seiner Geräte gut, die fangen dann nicht so an zu rosten. Weil wenn man jetzt da in den ganzen Schlagschrauber gedöhnt oder in den Attacker da dann viel Feuchtigkeit hat, dann fängt es innen drin alles an zu rosten. Ja, wie gesagt, es gibt 2 verschiedene Modelle, so einen kleinen. Also ich persönlich empfehle jeden Minimum einen 50 Liter Tank Kessel. Ja? Der hat 50 Liter hier. Mein großer hat 100 und der hat hier 10 Bar. Das seht ihr das. Könnt ihr selber ablesen. So. Könnt ihr es ja selber ablesen, was das alles hat. Ja, da meine ich damit, die Luft raus, das Wasser rauszulassen. Das hier habe ich auch alles neu gebraucht. Ich habe hier, ich glaube, ich 40 Euro reingesteckt. Darum wollte ich auch noch 80 Euro haben. Ich habe hier 40 Euro reingesteckt, ja, dass der wieder läuft. Und habe den mit so Ding ange... Damit ich den auch von hier, wenn ich hier bin... Habe ich einmal hier
Kompressor und einmal hier meine Absauganlage. Die stecke ich dann hier ein und dann funktioniert entweder meine Absauganlage oder mein Kompressor. So habe ich das eigentlich vorgehabt. Dann ist mir der kaputt gegangen zur Corona-Zeit und habe ich den großen geholt. Den großen Kompressor. So, das war's. Ich kann ja unten in der Videobeschreibung einmal die verschiedenen Luftdruckgeräte verlinken und auch diese Kupplungen, ja, diese Sicherheitskupplungen und so. Wer da mal Interesse hat, könnt ihr da nachschlagen, mal ein bisschen vergleichen. Und ja, ich verlinke die einfach mal unten, könnt ihr dann mal vergleichen mit euren, auch die Gütemodelle. Manchmal rentiert sich das, wenn ihr 200 oder sogar 300 Kilometer weit weg wohnt, schnappt euch einen Anhänger, fahrt zu Güte oder Scheppach gibt es glaube ich auch. Müsst ihr nicht unbedingt Güte, das kann auch Einhell oder sonst was sein. Da gibt es so Werksverkauf und B-Ware, jetzt habe ich das, B-Ware. Und da habe ich meinen Kompressor her, den großen, der würde ja 750 UVP würde der kosten. Momentan ist er glaube ich bei 560 Euro bei Amazon. Ist er? Der Kompressor, das ist glaube ich, meins ist glaube ich das zweitgrößte Modell. Da gibt es noch ein Modell, wo mehr hat. Ich glaube ein 150 Liter Tank. Und meiner hat 3 kW. Der andere hat glaube ich 4 kW oder 3,5. Ja. Ich verlinke mal auch mein Kompressor alles. Ich schreibe mal unten das rein, was meine Kompressor sind. Also diesen alten hier, den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, den öllosen. Es gibt wahrscheinlich andere. Wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlasst, dann unterstützt ihr den Algorithmus von YouTube. Und andere Abonnenten oder andere Suchende werden auf dieses Video darauf hingewiesen. So, somit unterstützt ihr auch andere Leute. Lasst doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr diesen Kanal abonnieren wollt, dann streichelt doch einfach den dreiköpfigen Rottweiler unten rechts in meinem Video. In diesem Sinne, ade, war schön, euer T-Bone.